Moin und herzlich willkommen bei Steampunk Tower 2. Mein Name ist Nordoron. Ich habe mich auf diesem Kanal mehr oder weniger auf Strategiespiele, Aufbauspiele, Simulatoren spezialisiert. Wobei alles andere auch manchmal vorkommen kann, je nachdem. Ich begrüße euch zu Steampunk Tower 2, einem Spiel von Dreamgate, das am 19.04. auf Steam erschienen ist. Kostenpunkt ungefähr 8 Euro, ich glaube 7,99 ist der genaue Preis. Und es handelt sich hierbei um ein Tower Defense Game im Prinzip. Und wir legen mal direkt los. Ich habe schon mal 2 Stunden angespielt. Und wir beginnen aber mal einen neuen Spielstand. Es spielt tatsächlich in einer, naja, Parallelwelt. Ich grüße Sie, Kommandant. Ich bin Lord Bertram Bingham. Willkommen zu meinem letzten Unterschlupf. Die Übersetzung ist klasse. Also, zwischendurch sind da sehr nette Sachen mit dabei. Willkommen zu meinem letzten, in meinem letzten Unterschlupf. Es ist eine Geheimbasis, die dazu geschaffen wurde, unsere Hauptwaffe zu unterstützen. Ein Flugzeugträger für einen großen Kampfturm. Dieser Krieg ist ein Testament meiner Fehler, aber ich bin schon ein alter Mann und muss mich auf einen gekonnten Soldaten verlassen, diese Fehler wieder gerade zu biegen. Jedenfalls, Ihre Aufgabe ist leicht. Der Kult muss zerstört werden. Lord Bingham! Ist jetzt mit einer weiblichen Stimme vielleicht nicht ganz so toll, aber ich versuch's. Kommandant, darf ich Ihnen meine Chefassistentin vorstellen? Natalie. Sie wird Ihnen mit allen Fragen und Aufgaben helfen. Gerne, aber die Situation ist dringend. Wir haben Aufklärungstruppen des Kults nicht weit von unserer Basis gesichtet. Sie kommen auf uns zu. Das ist inakzeptabel. Kommandant, ich fürchte, dass die Zeit fürs Lernen nicht ausreicht, aber für Übung. Natalie wird Ihnen helfen. So, also, das ganze Spiel, ich werde jetzt nicht jeden Dialog so vorlesen. So viele kommen auch nicht, glaube ich. Ich hoffe, dass das nicht im späteren Spielverlauf noch mehr wird. Ich drücke einmal auf die Karte, genau. Das spielt tatsächlich in Europa. Erstmal. Und, aber halt in einer parallelen Steampunk-Welt. Ja, das sind unsere Story-Symbole. Klicken Sie auf den Turm. Pass auf, möchte ich gleich machen. Darf ich mir es eben angucken? Nein. Okay, wir sollen wirklich erst die Einweisung machen. Ziel des Spiels, naja, im Endeffekt natürlich, ne, ganz Europa von dem Kult zu befreien und zu beschützen. Und wir werden immer, es heißt der Steampunk Tower, wir haben immer einen Turm. Wir haben verschiedene Waffen, die wir darauf positionieren können. Es werden Wellen von Gegnern anrücken und wir werden diese Wellen vernichten müssen. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Steampunk Tower gab es mal als Browser-Game, wenn mich nicht alles täuscht, ne, den ersten Teil. Und hier hat man, ich habe den ersten Teil leider nie gespielt, deshalb ich vergleiche Hinken dann etwas. Aber durchaus, hatte sehr interessante Ansätze, dieses Spiel. So, unser Turm ist jetzt nur 2 Etagen hoch. Das ist natürlich der Anfang hier, ne? Hier kommen die Soldaten. Wir können unsere Waffen immer im Turm hin und her schieben. Nach innen, nach unten, nach oben, links, rechts, wohin auch immer. Denn die müssen auch zum Beispiel mal nachladen. Es gibt, ich weiß gar nicht genau, wie viele verschiedene Waffentypen. Wir haben jetzt hier diese Maschinengewehre. Da gibt es noch, hier die Wespen heißen die ja. Da gibt es noch verschiedene andere und dementsprechend muss man die manchmal umpositionieren während des Kampfes. Von links nach rechts schieben, oben nach unten, je nachdem welche Einheiten von wo gerade auftauchen. Es bleibt ja auch nicht bei Soldaten, hier bei den Einfachen. Es kommen später noch sehr interessante Viecher auf uns zu. Aber das werden wir noch sehen. So, hier machen wir ein bisschen... Ah ja, da kommen schon die ersten Minen. So, jetzt schieben wir einmal einen Turm nach links, einen Turm nach rechts. Jo, das war's. Haben wir schon gewonnen.
Das war jetzt recht einfach. Und wir kriegen eine Kiste mit Belohnungen. Blub, blub, blub. Was denn im Einzelnen ist, werden wir uns dann gleich anschauen. So, Quest erledigt. Oh mein Gott, mein Turm wurde fast zerstört. Obwohl es nicht so viele Feinde waren, wurde der Turm in Einzelteilen zurückgebracht. Machen Sie sich mit Abigail bekannt, Kommandant. Mhm, verstehst du? Ja, machen Sie sich mit Abigail bekannt, Kommandant. Sie ist eine sehr talentierte Mechanikerin und Erfinderin. Leider hat sie eine scharfe Zunge. Mhm. Das ist, weil ich mehr als alle anderen arbeite. Geschütztürme, Türme, Konstruktion. Sie haben mich mit der ganzen harten Arbeit beauftragt. Weil es keiner außer Ihnen hinkriegt. Bitte versuchen Sie, dem Kommandanten zu helfen und zeigen Sie ihm, wie man Geschütztürme produziert und verbessert. Okay, okay, folgen Sie mir. So, gehen wir mal wieder zurück in unsere Basis. Das hier ist unsere, naja, Hauptbasis, unser Hauptquartier mit verschiedenen Gebäuden. Darf ich nochmal eben ganz kurz zurück? Nein, wenn man einmal draufgeklickt hat, darf man im Tutorial nicht wieder zurück. So, zuerst kaufen wir ein weiteres Maschinengewehr. Genau, es gibt Wespe, Rabe, Axt, Donner, Klaue. Ich kenne bis jetzt Wespe und Axt. Ich glaube, die anderen habe ich noch gar nicht kennengelernt. Bin mal gespannt. Das hier sieht sehr interessant aus, auch teilweise. So, wir bauen für diese Edelsteine hier oben eine weitere Wespe. Und diese können wir auch aufrüsten. Das sind die Sachen, die wir eben bekommen haben aus der Kiste. Wir haben hier unten so eine Leiste. Ne, die geht hier bei 30, kriegen wir den ersten Schritt hier. Die bringt uns einmal 45. Und wir können Level 1 praktisch freischalten. Mit 70 dann Level 2 mit, ne, und so weiter und so fort. Finde ich gut, dass das hier mitgeht. Toll. Hallo? Merke, im Tutorial nicht irgendwo anders hinklicken. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. So. Denn wir sollen hier die panzerbrechenden Kugeln auswählen. Das kostet uns immer ein bisschen Geld. Und gut, wir haben eine Belohnung erhalten. Sie machen das gut, Kommandant. Ha, guter Witz, Natalie. Guter Witz. So, kommen wir zurück zum Geschäft. Die zweite Feindgruppe muss so früh wie möglich zerstört werden. Finden Sie mir ein paar Feinde, Kommandant, und ich zeige Ihnen, wie überschüssiger Dampf in den Geschütztürmen funktioniert. So, wir müssen den Turm noch reparieren. Und dann wird Abigail uns zeigen, wie man einen Superschuss benutzt. Oh ja, denn auch das gibt es. Wir haben hier unten übrigens, ja, hier so Wohnquartiere auch unter anderem. Ne, so Wohnbereiche, die uns dann halt Steuern bringen, sprich ein bisschen Geld. Genau, hier gibt es noch verschiedene andere Gebäude, die wir später noch bauen können. Da kommen wir später noch zu. Und erstmal, hier ist unsere geheime Basis, die liegt zwischen Murcia und Cordoba und Sevilla in dem Dreieck. Und, was haben wir hier? Infanterie, ein bisschen Luft und einen Prototypen. Wir müssen den Turm erstmal noch reparieren und wir haben jetzt drei Wespen, mit denen wir in die Schlacht ziehen können. Ja, Flugzeug ist so gut, ne? Plattform kommt, Turm wird abgeschmissen. Und los geht's. Okay, es kommen von beiden Seiten gleich viele, gleichzeitig. Was natürlich mit drei Wespen ein bisschen schwieriger wird. Was haben wir hier? Das Team Soldat. Okay. Schwachpunkt, naja, ist bei denen eigentlich auch irgendwie fast alles. Wobei, stopp, gehen wir eben rüber. Hier wird es nämlich schon ein bisschen kritischer jetzt. Nicht wirklich sehr kritisch, aber etwas. So, du gehst zurück und lädst nach. Du lädst nach.
Ziehen wir den rüber. Ah ja, jede Kampfkanone hat eine Dampfleiste. Das ist, wenn es blaue Sichel gefüllt hat. Und jetzt können wir hier unseren Superschuss drauf feuern. Oh yeah. Und jetzt wird erstmal nachgeladen. Stopp, andere Seite. Rüber, Gefahr kommt von links. Und wir haben gepanzerte Käfer. Okay. Hand auf. Also wir haben im Moment hier eh keine Alternative zu den Wespen. Um sich das jetzt zu merken, wer wessen Schwachpunkt wo hat, ist vielleicht auch jetzt schon ein bisschen übertrieben, ne? So, haben wir natürlich aber auch geschafft. Weiter geht's. Es ist bemerkenswert. Abby, deine Idee, überschüssigen Dampf in Geschützschirmen zu verwenden, ist wirklich erstaunlich. Ich vermute, wir sollten diese Technologie auf alle Arten von Geschütztürmen anwenden. Sicher. Da würden Sie mir erlauben, den überschüssigen Dampf in der Basis zu benutzen, um eine Sauna zu bauen? Ich wollte schon immer eine Sauna haben. Nach der nächsten Aufgabe. Hurra! Ja, schön. Sie kriegt auf jeden Fall eine Sauna. Das freut mich. Das ist wichtig. Level 2. Wir bekommen ein schweres Kanonenlabor, Blitzlabor, Sägenwerferlabor, Raketenlabor und das mittlere Quartal 1. Achtung, Kommandant. Wichtige Informationen über die Basis. Labore ermöglichen die Produktion von Geschütztürmen neuer Art. Wohngebiete bringen Geld. Die Verbesserung der Hauptfabrik führt zu einem Anstieg des technologischen Levels der gesamten Stadt. Hör lieber zu, alter Mann. Abby. Anders gesagt, sind wir bereit, schwere Waffen herzustellen. Aber wir müssen vorher ein Labor für schwere Geschütze bauen. So, Laboratorien sind wichtig. Da können wir unten eins bauen, ein Kanonenlabor. Und jetzt können wir hier die Axt kaufen. Jawohl. So, die Axt. Aufgaben zu entdecken können wir als Söldner arbeiten. Ich habe einen Auftrag für Sie. Die Fanatiker des Kultes bedrohen die Einheimischen. Ja. Wir sollten ihnen helfen, weil es eine Belohnung gibt. Natürlich. Sie kann endlich ihre schweren Geschütze testen. Dann gehen wir zurück auf die Karte. Das sind immer diese gelben Punkte. Das sind die akuten Bedrohungen. Also rot ist für die Aufgabe, für die Quest. Gelb sind diese Bedrohungssachen. Und das hier sind hinterher nochmal so Bonus Missionen, wo man einfach hingehen kann und ein bisschen als Belohnung nochmal bekommt. So, wir reparieren. Und los geht das. Zack, zack, zack. So, wenn man jetzt hier mal schaut. Die Axt macht 14 bis 22 Schaden. Wespe 2 bis 3. Dafür. Ja, Reichweite ist ähnlich. Anzahl der Geschütze ist bei der Axt halt reduziert. Aber vor allen Dingen die Schussfrequenz ist natürlich sehr stark reduziert. Können wir eben schon mal nachladen. Beginnen wir auf der Seite und machen dann da weiter. Könnt ihr mal eben nachladen. So. Ja, noch mehr hatten sie nicht. Noch mehr Minen hatten sie nicht, die sie bringen konnten, einfach. Das ist schon die letzte Welle. Mach mal eben den da oben.
Ja, wir können die beiden sogar nochmal austauschen. Haben wir hier nochmal die Fähigkeit. Und da kommt unser nächstes schönes großes Viech an. Pass mal auf, da tauschen wir nochmal aus. Und das war einfach. Mit diesen Raketen geht das viel einfacher. Sehr schön. Da kriegen wir Geld für. Und da wird der Kult in 12 Minuten wieder angreifen. Wir haben eine eingehende Nachricht. Es ist Victor. Mhm. Unser geheimes Projekt ist in Gefahr. Der Kult dringt in Portugal ein, aber mein Geschütz ist noch nicht bereit. Und ich befürchte, sie können uns finden. Victor spricht ein bisschen härter, ne? Anscheinend sollen wir meine Investitionen beschützen und Victors geheime Waffe verteidigen. Geheime Waffe? Warum weiß ich nichts davon? Wer ist dieser seltsame russische Typ? Victor ist ein russischer Ingenieur. Er hat ein großes militärisches Projekt für die spanischen Generäle, bevor sie sich mit dem Kult verbündeten. Das Projekt wurde eingefroren. Ich fand Victor und reanimierte sein Projekt. Geheime Waffe? Eine große Sache. Meine geheime Waffe ist schon einsatzbereit. Ich zeige sie dir im nächsten Kampf. Okay. So, wir sollen Portugal erforschen. Kostet uns 1000. Ah, nein, Portugal. Aber wir gehen erstmal hier zurück. Holen uns ein bisschen Geld ab. Upgrade können wir noch nicht. Dann machen wir Folgendes. Bauen wir hier so ein Quartal, nochmal so ein Quartier hin. Upgraden hier die Axt. Können wir es hinkriegen? Ja, kriegen wir. So, plus 10 Granaten oder Schussreichweite erhöht? Ehrlich gesagt, ich nehme mal die Granaten hier. Ist mir sicherer, ist mir lieber. Und bei der Wespe können wir nicht mehr viel ausrichten. 12 haben wir aber schon. So, Dalle. Also übrigens, wenn ihr irgendein komisches Geräusch im Hintergrund hört, es könnte sich dabei um meinen Ventilator handeln, der die ganze Zeit an ist. Weil es ja einfach heiß ist. So, bevor wir nach Portugal gehen, machen wir einmal hier unten weiter. Denn da gibt es noch eine Bedrohung. Dafür kriegen wir ein bisschen Belohnung. Kann ja nicht schaden. Und los geht das. Da haben wir tatsächlich ein bisschen Schaden bekommen jetzt. Dann laden wir hier mal nach. Haben wir einmal da rein. Zack, das waren schon mal die. Können wir uns hier in Ruhe auf die Bodentruppen konzentrieren. Na komm, hau ne weg. Jawohl. So, dann wird mir eben nachgeladen. So, hier haben wir den Superschuss bereit. Komm mal her, wir tauschen mal eben. Das war schon mal ein bisschen besser jetzt. Sag ich doch. So, Belohnungen. Oh, das sieht gut aus. Dann können wir wahrscheinlich auch diese Wespe upgraden.
Jawohl. Machen wir auch hier einfach erhöhten Schaden. Und bei ihr hier kommt Schussgeschwindigkeit. Wir können ja mal ein bisschen variieren. Jetzt aber. Oh, motorische Schützen sind auch noch mal mit dabei. Reparieren den Turm und los geht's. Pack. Sopp. 5 Wellen werden hier auf uns zukommen. Da kommt schon gleich der erste gepanzerte Käfer. Natürlich erstmal noch eine Panzerung hat und dann wird ihm erst praktisch der Gesundheitsbalken der angekratzt. So, Welle kommt nur von rechts. Auf höhere Geschwindigkeit ist ja absolut kein Problem hier. Dip, 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 dip. Komm, hauen wir eben damit weg. Oh, da kommen die ersten. Wie ist denn jetzt nochmal? Na gut, hier sind jetzt Einräder. Eine Fahrbahngeschützdinger. Nachladen. So, noch Fragen? Wenn wir den mal eben rüberbringen, er macht hier mehr Schaden. Unsere Axt. Ja, wenn er den auch den angreifen würde. Hier oben ist die Anzeige für den Turm, wie viel HP der noch hat. Ist natürlich noch gut voll, jetzt hat er nur einmal zugeschlagen oder zweimal. Und das kann doch auch recht schnell gehen. Kommandant, wir sind bereit, die Hauptwaffe des Turms zu nutzen. Unser Dampfstrahl. Ja, noch Fragen? Ich mag diesen Turm. Haben wir die auch mal kennengelernt, diesen wunderschönen Strahl da oben. Der durchaus echt Leben retten kann. Und wir haben Level 3 erreicht. Sehr schön.